So, ja, ihr seht, falls ihr mich seht, müsst ihr ja mal, müsst euch ein bisschen umsehen. Wir befinden uns jetzt im Auto, ich mache mal eine kleine Testaufnahme in 360 Grad. Wir werden einfach mal eine Runde Block fahren, nur dass wir eigentlich ein 5-Minuten-Video haben. Ihr seht, leichte Unordnung, aber ihr kennt das in eurem Auto. Ja, jetzt, wo die kalte Zeit ist, ein Handtuch, die Tasche, der Kamera, der Schlüssel. Ja. Ich habe jetzt mal kurz hier angehalten und die Kamera fixiert. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir jetzt mal eine Runde drehen, ja? Damit wir einfach mal wieder eine 360-Aufnahme haben, weil wir haben jetzt, ihr seht, besseres Wetter. Dann gucken wir mal. Leute gucken schon wieder komisch, ich rede. Ja, und jetzt gucken wir mal, ja, wie sich das so verhält. Wenn wir eine 360-Aufnahme einfach am Auto machen, werden wir fahren. Bildqualität ist ja, wenn wir jetzt bei YouTube sind, okay, naja, also guckbar. Ne? Daher werden wir jetzt mal eine Runde drehen und gucken mal, ob euch diese 360-Fahrt Spaß macht. Da kann man nämlich gucken, dass man zum Beispiel mal sich was raussucht, wo ich jetzt zum Beispiel fahre, auch öfter mal weg oder sowas. Dass man sich da, wow, aber so ein paar Sachen angucken kann, wo man da zum Beispiel auch vorbeifährt. Es gibt ja hier im Bereich auch. Wir haben hier auch viel ländlichen Bereich. Hier so, wenn du jetzt gerade in der verkehrsberuhigten Zone, aber wenn du jetzt so eine Hauptstraße hast oder so, da hast du ja das Problem, da kannst du dich nicht an die Straße anstellen und irgendwie die Kamera mal eben an deinem Beifahrersitz montieren. Das sieht nicht nur komisch aus. Ich habe sogar schon erlebt, da habe ich, ich wollte letztens ein paar Aufnahmen von Werne machen und als ich dann auf, bin ich so ein paar Stellen abgefahren und ja, bei dem zweiten, da bin ich gerade so am Penny-Parkplatz gewesen. Da wurde ich dann schon auf dem Parkplatz von der Polizei angequatscht, von wegen was Aufnahmen angeht. Und daher, die haben mir dann untersagt und dann auch geguckt, dass ich verschwinde. Ja. Mein Gott, Junge. Wer fährt jetzt hier? Ey, Leute, ehrlich. Und da gab es dann schon Ärger, deswegen machen wir das jetzt ländlicher. Deswegen habe ich mal kurz am Wohngebiet angehalten und wie ihr gleich sehen könnt, wenn wir jetzt hier aus dem Tunnel rauskommen, könnt ihr schon die ersten Felder sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt gerade Pferde rumlaufen. Ach, guck mal, Ponys, guck mal da, da sind Ponys. Ja, Pommesbude und viel Grün. Wir haben hier generell viel Grün, muss man ehrlich sagen. Wir haben jetzt nicht gerade wenig Grün hier. Ist auch ziemlich schön hier. Wir fahren einfach mal einen kleinen Bogen. Wir fahren einfach am Industriegebiet vorbei. Ja. Und willst du wohl an? Nö. Wir fahren einfach am Industriegebiet auf dieser Seite hier vorbei. Wir fahren einfach mal hier durch. Da haben wir gleich mehrere Felder etc. und fahren dann so über so einen Außenring zurück. Weil ich wollte sowieso, ich habe ein bisschen Pfand im Kofferraum. Es ist Wochenende und morgen sind die Läden zu, Montag ist wieder Arbeit etc. Und man sagt, die ersten Motorräder, wenn man sieht, das sind auch da. Da hätte ich dann wieder keine Zeit. Und selbst wenn ich dann jetzt was aufnehmen würde, wäre das Problem. Also wenn man halt was aufnehmen würde, ist halt das Problem, dass wir jetzt nicht vergessen, wir müssen jetzt nach links sehen. Da könnt ihr ein wunderschönes Feld sehen. Ich hoffe, mit der Lichteinstrahlung seht ihr da was. Beziehungsweise genug. Ja, ich weiß ja nicht, wie die Kamera jetzt optimal ausgerichtet ist, so garantiert nicht. Aber ich denke mal, dass man wenigstens ein bisschen was in 360 gucken kann. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, den Content etc. baue ich noch aus. Ich habe ja auch Stativ etc. habe ich jetzt. Aber ein Stativ kann ich im Auto überhaupt nicht aufstellen. Deswegen ist das Ding jetzt eigentlich nur oben an der Kopfstütze, das heißt montiert, fixiert worden. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was jetzt von der Umgebung, also die Fahrt selber und auch von außen, das müsst ihr die Kamera auf die Kette kriegen, von der Umgebung mitnehmen könnt. Ja. Ach, ja, man muss ja auch hier lang laufen, weißt du, weil hier ist kein Gehweg. Man kann auf der linken Seite laufen, da ist genug Platz für Fußgänger. Nee, man muss an diesem Seitenstreifen gehen, wo du so viel Platz hast. Zwei Leute und dann nebeneinander, weißt du das, ehrlich. So. Jetzt kommen wir nämlich ins Ländliche. Jetzt könnt ihr die Aussicht genießen. Wie gesagt, was ihr dann mitnehmen könnt, ich weiß jetzt nicht, was Kamera jetzt mit Lichtregelungsverhältnis hat. Kann ich halt nicht sagen. Aber ihr könnt mal so ein bisschen hin und her rumgucken.
Jetzt kommen nämlich die Felder etc., weil wie gesagt, wir sind hier ziemlich alle, ne, grün angebunden hier. Ich dachte mir jetzt, es ist Nachmittag, ich muss sowieso zum Getränkemarkt, dann fahre ich mal so einen kleinen Bogen, kann man sich mal so ein bisschen angucken und vor allem ich auch selber, ja, ich selber kann mir dann nachträglich, wenn ich das 360-Video zusammengesetzt habe, auch mal in Ruhe ansehen, funktioniert das überhaupt mit der G360 oder ist das ja gar nichts, ne? Ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt gerade ausguckt, okay, wenn ihr jetzt ein bisschen links guckt, dann seht ihr mich hier wild rumgesimulieren und jetzt kommen die Felder. Links, rechts seht ihr noch ein paar Häuser. Wir biegen jetzt auf den Kreisverkehr ab. Letztendlich, wir fahren mehr oder weniger in die Sonne rein, aber das macht nichts. Sollte jedenfalls nicht. Ach, Leute, ein schöner Tag, oder? Finde ich ja die auch schön, ja, ne? Also ich schon. Ehrlich gesagt. So, jetzt biegen wir nämlich hier ab. So, ja, jetzt ein bisschen was, das ist ein Sonnenproblem hier, aber es geht. So, fahren wir mal nicht so schnell, wir haben ja sowieso keine Leute hier. Hinter uns, da ist das dann nicht so wild. So, wunderschön, oder? Also eigentlich, ne? Wenn wir jetzt gerade aussehen, sieht man das Kraftwerk, wir können auch da gerne runter. Wie gesagt, ich wollte jetzt so ein 5 bis 10 Minuten Video machen, wahrscheinlich wird es nachher 10, 12 Minuten sein, aber ich denke mal nicht, dass das so schlimm ist. Und die Bildqualität ist sowieso nicht die beste. Ja, die Tonqualität finde ich aber vollkommen in Ordnung von dem Gerät. Das sowieso. Ja, finde ich vollkommen in Ordnung. Und ja. Die Sache ist, ich brauche jetzt auch nicht irgendwie so 10, 15 Videos da zusammenschnibbeln, sondern ich nehme ein Video, zeichne ein Video auf. Immer schön umgucken, nicht vergessen. Ich zeichne ein Video nämlich auf und ja, ne? Dann ist das erledigt. Wenn man jetzt hier sieht, viele Bäume da vorne, kann man das Industriegebiet sehen. Und jetzt, wenn ihr jetzt gerade ausguckt, also nach vorne, dann solltet ihr jetzt hier auch richtig, ne? Richtig, wenn ihr jetzt ein bisschen genauer hinguckt, dann hinten auch Horizont und dann auch schon das Bergische. Und da geht es Richtung Sauerland auch runter, wie man jetzt hier sieht, die Bäume alle noch ein bisschen blank etc. Auf der linken Seite seht ihr das Industriegebiet, auf der rechten Seite die ganzen Felder. Werne ist ja im Großen und Ganzen immer noch sehr grün. Ne? Auf der rechten Seite seht ihr gleich das Amazon-Gelände. Wir fahren nicht auf das Amazon-Gelände. Deswegen mache ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich jetzt auf das Amazon-Gelände drauf fahren würde, was ihr jetzt hier auf der rechten Seite habt, dann dürfte ich keine Aufnahmen mehr machen. Und ja, ne, ihr kennt ja die ganzen Regelungen, die wir haben. Ne, also wie gesagt, rechts könnt ihr dann grob das Amazon-Haus sehen, mit dem Amazon-Schildchen dran. Wenn wir jetzt gerade ausgucken, sehen wir dann nochmal die Mitarbeiter Einfahrt, die große Einfahrt da vorne war, die Lasten, also die LKW Einfahrt. Schöne Unterführung hier, ziemlich alt, natürlich voll gekritzelt, so wie alles andere auch mittlerweile. Dann natürlich die großen Strommasten. Ihr seht alles und ihr müsst mal drüber nachdenken, wenn das jetzt ist, da es jetzt Frühling ist, ihr müsst mal darauf achten, wenn es hier losgeht, dass das alles, was ihr hier gerade seht, was alles noch ein bisschen karg aussieht, das alles in bunten Farben grün erblüht. Wunderschön. Wenn ihr jetzt nach vorne seht, wir biegen um die Kurve, wir haben eine so klare und gute Luft, wir können die Halde sehen, wir können im Graben hier das große Kraftwerk sehen. Man denkt eigentlich, das Kraftwerk wäre direkt um die Ecke. Das Kraftwerk ist allerdings noch Kilometer weg. Und so deutlich können wir heute sehen. Rechts und links sehen wir Felder, hinter uns die Straße. Also sehr viel schöne Natur. Da hätte es bald geknallt, das war knapp. Ganz im Ernst, das war jetzt aber knapp. Mann. Wunderschön. Wunderbar. So, dann biegen wir hier rum. Dann könnt ihr jetzt nochmal, wenn ihr nach links rüber seht, nochmal das Kraftwerk sehen, bevor wir in die Straße einbiegen. Fahren mich jetzt wieder auf den Rückweg. Und auf dieser Straße hier kann ich nämlich glücklicherweise bleiben. Denn hier folgt auch gleich der Getränkemarkt. Also nach Ortseingang. Ist ja auch allgemein bekannt, dass ich in Werne wohne. Da ist ja jetzt kein Hehl drum. Und wenn wir uns jetzt nur die paar Minuten, die wir einfach nur einen ganz kleinen Radius gefahren sind, von Werne und
ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Grünfläche, wenn wir zum Beispiel nach rechts sehen. Oder wenn ihr gleich, wenn ihr sich das ein bisschen lichtet, noch nach links seht, da informiere ich euch. Könnt ihr einem dann verübeln, wenn ihr könnt jetzt auch schon nach links sehen, könnt ihr einem dann verübeln und nach rechts und links, da haben wir Pferdekoppeln etc. Könnt ihr anderen verübeln, dass man hier wohnen will und hier auch wohnen bleiben will? Ich jedenfalls ehrlich gesagt nicht. Ja, oder wenn man hier. Könnt ihr einmal so einen Anblick, wenn jetzt noch, wie gesagt, es grün wird, könnt ihr anderen verübeln, jetzt sehen wir nach links und rechts, dass man hier wohnen will und wohnen bleiben will? Ich jedenfalls nicht. Denn jedes Mal, wenn ich in den Ort reinfahre, fühle ich mich einfach wieder wie zu Hause. Klar haben wir mittlerweile auch unsere schmutzigen Ecken und unsere schmutzige Wäsche zu waschen, aber das ist Heimat. Das ist was Schönes. Und es gibt ja auch Leute, die würden niemals aus Dortmund zum Beispiel wegziehen. Ich finde Dortmund ein Dreckloch. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich will auch niemanden damit angreifen. Aber Dortmund zum Beispiel ist für mich so wie die mehr oder weniger kleine Großstadt. Bremst du auch mal? Boah. Die angejagt hier, ey. Kaum hast du hier keine 50er-Zone mehr. Tja, im Großen und Ganzen würde ich mich jetzt mal bedanken, wenn du das Video hier angesehen hast. Oder den Dank hörst du nur, wenn du das Video bis jetzt angesehen hast. Ich hoffe mal, dass die Erfahrung für dich in Ordnung war. Also ob ich es online stelle oder nicht, das prüfe ich allerdings noch nach. Also, ne, falls du das hier sehen solltest, habe ich es online gestellt, dann fand ich es qualitativ, also jedenfalls so in Ordnung, dass man gucken kann, beziehungsweise dass die Kamera richtig steht. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns garantiert noch öfter wieder. Aber wie gesagt, beruflich angespannt, nebenbei eingespannt und so weiter. Also im Großen und Ganzen, danke fürs Zusehen.